Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in der DocBox ein Dokument im Eingangsfach archivieren. Falls Sie das Modul Autoarchivierung besitzen, können Sie auch direkt aus einem Ordner heraus Dokumente archivieren, ohne über das Eingangsfach zu gehen. Für Scans sollten Sie aber weiterhin das Eingangsfach verwenden, da hier vor der Archivierung eine Sichtprüfung stattfindet. Gehen wir nun ins Eingangsfach. Wählen Sie ein Dokument durch einen Klick links neben dem Dokumentennamen aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf Archivieren. Sie sehen nun Ihre Archivstruktur. Wählen Sie den Ordner aus, in den Sie das Dokument archivieren möchten. Sie haben an dieser Stelle die Möglichkeit, dem Dokument einen neuen Namen zu geben. Geben Sie, falls noch nicht geschehen, einen neuen Namen ein, fügen Sie bei Bedarf noch Schlagwörter hinzu und klicken Sie auf Archivieren. Fertig. Das Dokument befindet sich nun im Archiv. Wenn Sie öfters Dokumente in denselben Ordner archivieren, können Sie ein Archivierungsziel vormerken. Klicken Sie dafür auf Als Archivierungsziel vormerken. Bei unserem nächsten Archivierungsvorgang ist dieser Ordner dann standardmäßig ausgewählt. Sie können Dokumente auch auf andere Art archivieren, indem Sie beispielsweise die ausgewählten Seiten zu einem vorhandenen Dokument hinzufügen. Gehen Sie hierfür auf Archivieren und wählen Sie dann die Option Zum vorhandenen Dokument hinzufügen. Es erscheint eine Liste aller Dokumente in diesem Ordner. Wählen Sie das Dokument aus, zu dem Sie die Seiten hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Archivieren. Bitte beachten Sie, dass auf diesem Dokument kein Workflow aktiv sein darf. Wenn wir uns das Dokument nun im Archiv ansehen, sehen wir, dass die Seiten am Ende des Dokumentes hinzugefügt wurden. Gehen wir zurück ins Eingangsfach. Sollten Sie mehrere Dokumente bearbeitet haben, können Sie diese auch auf einmal archivieren. Klicken Sie hierfür auf Alle Dokumente in diesem Ordner markieren. Möchten Sie die Markierung wieder aufheben, finden Sie direkt daneben die Option Alle Selektierungen aufheben. Schauen wir uns einmal das Archivierungsmenü für mehrere Dokumente an. Sie können unter Archivierungsmodus auswählen, ob Sie die Dokumente jeweils als einzelne Dokumente oder in ein gemeinsames Dokument archivieren möchten. Wenn Sie in ein gemeinsames Dokument archivieren auswählen, dann können Sie einen neuen Dokumentennamen vergeben oder die ausgewählten Dokumente an ein anderes anhängen. Sie können auch auswählen, ob Sie die aktuelle Reihenfolge der Dokumente beibehalten möchten oder diese umkehren. Zudem können Sie ein Dokument auch in mehreren Ordnern archivieren, wenn Sie die Option Mehrere Ablageziele auswählen. Wählen Sie in der Baumstruktur links einen Ordner aus und klicken Sie auf Als Ziel hinzufügen, um den Ordner als Ablageort hinzuzufügen. Die DocBox archiviert an jedem Ablageziel eine Kopie Ihres Dokuments. Wenn Sie als einzelne Dokumente archivieren auswählen, haben Sie nicht die Möglichkeit, diese umzubenennen. Sie benennen ein Dokument im Eingangsfach um, indem Sie unter dem Dokumentennamen auf Umbenennen klicken. Sie haben auch die Möglichkeit, ein Dokument vorzumerken, das Sie später an ein anderes Dokument anhängen können. Wenn Sie mehrere Dokumente im Eingangsfach zusammenführen, können Sie dies über markierte Seiten in ein anderes Dokument verschieben. Sie können dabei entscheiden, ob Sie die neuen Seiten an den Anfang oder das Ende des bestehenden Dokuments stellen möchten. Über die Option Markierte Dokumente in einen anderen Ordner verschieben, können Sie die Dateien in Ihrem Eingangsfach auch einem anderen Benutzer für die Bearbeitung zuweisen. Sollten Sie bei einem Archivierungsvorgang den falschen Ordner ausgewählt haben, lassen sich die Dokumente im Archiv über dieselbe Funktion in einen anderen Ordner verschieben. Damit haben Sie nun einen Überblick über die wichtigsten Funktionen im Zusammenhang mit der Archivierung von Dokumenten. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Suchfunktion benutzen, um Dokumente zu finden. Danke fürs Zuschauen!